Gladiators take the stage. Herzlich willkommen zu Dein Verein Hartberg. In dieser Sendung werden wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und uns intensiv mit den Steirern beschäftigen. Schön, dass Sie mit dabei sind und mit dabei ist auch unser Sky-Experte Manuel Ortlechner. Hallo. Hallo, servus. Hartberg ist in der Bundesliga. Hättest du das vor einem Jahr für möglich gehalten? Ich gehe noch weiter, vor zwei Jahren, da waren Sie noch in der Regionalliga. Boah, gute Frage. Sie haben sich sportlich absolut verdient, deswegen passt es auch so. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns heuer erwartet. Ja, der TSV war in der vergangenen Saison die absolute Überraschung in der SkyGo ersten Liga. Markus Klimmer hat einen Rückblick zusammengestellt. Hartberg, dieses Hartberg. Wenn man so zurückblickt, ein Team macht alle verrückt. So wie es bei uns jetzt ist, habe ich das noch nie erlebt und ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwann mal so erleben werde, weil das ist, war wirklich unglaublich, der Zusammenhalt. Da hat jeder mit jedem was anfangen können und das hat uns, glaube ich, brutal ausgezeichnet die letzten Jahre. Und als Belohnung für diese Partysaison, die diese Truppe bis auf einen Aufstiegsplatz führt, gibt es von der Präsidentin Erholungsurlaub auf Mallorca verordnet. Ja, gut, die Präsidentin hat gesagt, sie zahlt das für uns, wenn wir das schaffen und wir haben es geschafft. Und die Siege kann gefeiert da. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Ja, wir waren eigentlich gerade mal feiern und die Präsidentin hat mich per FaceTime angerufen und ich habe eigentlich kein Wort verstanden, ich habe sie nur jubeln gesehen und dann war klar, dass wir es gekriegt haben und ja, dann haben wir noch ordentlich Gas gegeben. Angesichts dessen ist Markus Schopp für diese Truppe ja genau der Richtige. Denn wenn es bei Sturm einst ums Feiern ging, war er auch immer ganz vorne mit dabei. Als junger Spieler, glaube ich, wäre das Feiern, das hätte sehr intensiv ausgesehen. Ja. Als Trainer sieht man das natürlich noch ein bisschen anders. Hartberg ist zurück im Alltag. Das Abenteuer Bundesliga erfordert Ernsthaftigkeit. Und doch. Der Kern ist zusammengeblieben und wir haben super neue Jungs dazu bekommen und das lässt sich ganz leicht integrieren. Der Spirit ist nicht mehr da. Ja, und so ein bisschen Mallorca, gute Laune-Stimmung kann ja auch nicht schaden. Als Belohnung für den Aufstieg gab es also eine Reise auf Mallorca, spendiert von der Präsidentin. Und ich würde vorschlagen, wir schauen nochmal auf diese Shirts. Die sind nämlich, wie ich finde, einmalig. Zum Zeitpunkt, eben wo Sie auf Mallorca waren, hatten Sie die Bundesliga-Lizenz noch nicht. Das hat Sie inspiriert zu folgendem Spruch. Keine Bundesliga-Lizenz, aber die Lizenz zum Saufen. Ich hoffe, die sind irgendwo im Hartberger Fanshop schon erhältlich, diese Shirts. Die müssten der Verkaufsschlager werden, das gibt es nicht anders. Gefällt mir ganz gut, wie sie mit dem Thema auch spielen. Humor ist absolut erlaubt und kommt auch nicht zu kurz. Die Hartberger, die haben, klar, das kleinste Budget, sie haben wichtige Spieler verloren. Muss man fast sagen, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, muss die Frau Präsidentin wieder in die Tasche greifen für eine Reise. Absolut. Vielleicht auch eine neue Destination auswählen. Hätten sie sich sicher verdient, die Burschen. Vielleicht nimmt sie uns ja mit. Ja, Partyurlaub Mallorca wäre doch nicht schlecht, oder? Muss Mallorca sein. Brauche ich Freigabe. Verdammt. Also, Frau Arnold, wir haben das jetzt festgelegt. Beim Klassenerhalt müssen Sie ein bisschen in die Tasche greifen. Eine erneute Reise. Die Mallorca-Musik wird uns eingespielt. Es wird Mallorca. Und wir fahren mit. Ist mit den Burschen sicher lustig. Ja, trainieren müssen wir ein bisschen witzbar, glaube ich. Das Thema lassen wir jetzt lieber bei mir vor allem. Aber jetzt genug von Mallorca, genug von der Vergangenheit. Denn die Hartberger haben ja schon ihr Bundesliga-Debüt gegeben. Ein 2:3 gab es bei Sturm Graz, Erich Auer fast zusammen. Der von Sturmlegende Markus Schopp trainierte Aufsteiger verpasst ganz knapp seinen allerersten Bundesliga-Punkt. Dabei gehen die Hartberger schon in Minute 6 in Führung. Der quirlige Sanogo, der typiert da den Portugiesen Ferreira. Und in der Mitte ist der Grieche Aflonitis. Eigentor Sturm Graz 1:0 TSV Hartberg. Aber nach einer Viertelstunde beginnt Sturm das Spiel zu dominieren. Lukas Spendelhofer im Anschluss an diese Ecke in Minute 19 mit dem Ausgleich. Und nur 6 Minuten später geht Sturm in Führung. Maresic, wunderbarer Pass, Peter Schul, tolle Ballannahme, toller Schuss. Svete pariert, aber Markus Pink, der Neuzugang, stellt in Minute 25 auf 2
1:0. Sturm hat die Partie im Griff, aber Hartberg schlägt 1,5 Minuten nach dem Seitenwechsel zurück. Tobias Kainz, einer der vielen mit Sturm-Vergangenheit. Dario Tadic, 47. Hartberg ist Level. Und die Hartberger sind drauf und dran, die Partie zu gewinnen. Allerdings passiert ihnen in Minute 82 dieser Fehler. Und Philipp Hosener, der zweite Neuzugang im Sturm, sorgt für den 3:2-Sieg der Grazer. Na, die Hartberger haben Sturm Graz alles abverlangt, mussten dann aber Lehrgeld zahlen. Ja, aber trotzdem sehr, sehr ambitionierter Auftritt. Ich sage, in Graz haben schon andere Mannschaften verloren. Unterm Strich hätten sie vielleicht sogar einen Punkt oder sogar mehr verdient. Also nach diesem Spiel kann man definitiv sagen, Hartberg ist eine Bereicherung für die Bundesliga unter dem Trainer Markus Schopp. Ja, und sie sind sicher auch schon angekommen in der Liga. Also das war auch so eine Frage, ob das auch erreichen wird. Ich glaube, dass sie heute Liga halten werden. Da lehne ich mich weit raus, aber das traue ich behaupten. Markus Schopp ist auch der Richtige für diese Truppe. Für ihn ist es ja auch die erste große Chance eben bei Hartberg in der Bundesliga. Ja, es ist schön, eine Person wie der Markus Schopp auch in der Liga zu sehen. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr guter Trainer ist. Das ist auch das, was ich immer wieder auch höre von Spielern, die mit ihm zu tun haben. Tolle Möglichkeit auch für ihn. Also er bekommt hier sehr viel Vertrauen geschenkt und er arbeitet sehr, sehr gut. Ja, es war ein besonderer Tag, dieses Bundesliga-Debüt. Wir haben mit dem Kapitän danach gesprochen, wie dieser Tag denn war. Dieses Spiel. Ja, es war ganz ein besonderer Tag für uns heute. Natürlich ist das erste Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte und für jeden von uns auch wieder seit langer Zeit wieder ein Bundesligaspiel. War mal ein bisschen aufgeregter wie sonst, aber am Rasen hat man, glaube ich, nichts gespürt. Also wir haben eine tolle Leistung gezeigt, wo man aufbauen kann, aber leider hat es nicht ganz gereicht und leider fahren wir mit einer Niederlage heim. Ja, und das erste Hartberger Tor der Geschichte hat Jan Graz erzielt. Das war Aflonitis mit einem Eigentor. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen auf das erste eigens erzielte Tor der Steirer. Und das hat, naja, wer denn sonst? Dario Tadic erzielt. Der weiß einfach, wo er zu stehen hat, auch eine Liga höher. Richtig. Letzte Saison das Um und Auf wahrscheinlich im Offensivspiel der Hartberger. Knapp 20 Tore, knapp 20 Assists. Das ist eine Top-Quote und er macht heuer dort weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ja, von den Mitspielern wird er ja auch Team Berli genannt. Das heißt, man kann sich denken, der hat einen wichtigen Status auch in der Kabine, innerhalb der Mannschaft. Okay, das fußt auf was? Das müssen wir mal nachfragen. Vielleicht schaut er ein bisschen aus wie ein Berli. Du kennst ihn schon länger. Ich kenne ihn natürlich etwas auch von der gemeinsamen Zeit bei der Austria. Unangenehmer Spieler, weil sehr, sehr schnell auch. Hat sich absolut etabliert, auch mittlerweile einige Etagen höher. Er konnte Gott sei Dank auch gehalten werden. Auch wichtig, glaube ich, für den Club. Identifikationsfigur. Wir werden auch viel Freude an ihm haben. Er hat in der Sky Go ersten Liga getroffen am laufenden Band. Da haben dann viele gemeint, schafft er das in der Bundesliga auch? Ja, er schafft. Natürlich, es ist erst ein Bundesligaspiel absolviert. Es stehen noch viele Spiele an, aber unterm Strich, glaube ich, ist es nicht so der große Unterschied bei den Leistungsstufen, wie man glauben mag. Also er hat ein tolles Talent, das bringt er mit. Er ist in einem tollen Fußballalter. Also ich denke schon, dass er auch seine Tore machen wird. Ja, Dario Tadic, der ist Interviews geben und Interviewfragen gewohnt. Deswegen haben wir ihm etwas andere Fragen gestellt. Heute mit Dario Tadic. Schlau. Großzügig. Real. Strand. Beides. Patrick. Ja, Ronaldo. Kranke. Meister. Dusche. Champions League. Maserati. Aufstiegsklasse. Pensionsvertrag oder Ausstiegsklausel? Dario Tadic sagt Ausstiegsklausel. Der will es wirklich noch wissen. Also ich glaube, diese Antwort gefällt den Hartberger wahrscheinlich weniger gut, obwohl er gerade frisch verlängert hat, aber ist auch irgendwo nachvollziehbar. Mit Dorn macht man sich interessant.
Und ich glaube, er ist auch der Einzige, der geantwortet hat, bei Bierbauch oder Doppelkinn beides. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder beim Team Berle. Wahrscheinlich. Jetzt schließt sich der Kreis wahrscheinlich. Ja, die Hartberger, die treffen dann am Sonntag, geben sie ihr Bundesliga-Heimdebüt und zwar gegen die Admira. Sie dürfen zu Hause spielen. Die Bundesliga hat das erlaubt. Wir sehen jetzt eben auch die Fotos. Was hat sich denn getan? Einiges. Es wurde einiges gemacht in der Profertil Arena. Rasenheizung, neuer Rasen, neue Zugänge, neue Zusatztribünen. Die Kabinen wurden verändert. Ja, so ziemlich alles. Schaut nicht schlecht aus. Ja, absolut. Ich denke, da blieb kein Stein auf dem anderen. Ist auch notwendig, sage ich. Infrastrukturell gab es einiges aufzuholen. Mittlerweile schaut das ganz okay aus. Also die Frau Präsidentin Annal, die bewegt da einiges in dieser Region. Ja, sie will es wissen. Sie geht das Ganze sehr, sehr professionell an. Sie weiß, sie muss den Club auch infrastrukturell vorantreiben. Das ist einfach auch notwendig und das machen sie. Ja, und es geht eben jetzt gegen die Admira. Da ist was möglich, oder? Ja, und auch ganz wichtig. Also entscheidend wird, dass man relativ bald auch zu Punkten kommt. Die Heimspiele sind ganz, ganz wichtig für die Clubs, die wahrscheinlich eher in der unteren Tabellenregion zu finden sein werden. Und deswegen muss man die Heimspiele auch gewinnen. Ja, Marco Schopp, der hat gegen Sturm mit einem 4-5-1 begonnen. Sehr defensiv natürlich auch gespielt. Er dann mit dem Umschaltspiel gekommen. Wie wird das gegen die Admira sein? Denkst du, wird er da auch offensiver spielen lassen von Haus aus? Ja, ich denke schon. Sie wollen sich auch das Heft in die Hand nehmen zu Hause. Sie wissen, sie spielen zu Hause. Die Fans sind sicher sehr, sehr neugierig. Bundesliga-Auftakt zu Hause ist immer auch eine eigene Geschichte. Ich denke schon, dass sie sich sicher sagen wollen, hey, Ballbesitz ist unser Thema. Und dann schauen wir, was wir da machen. Ja, und das Spiel, das sehen Sie natürlich live bei uns auf Sky gegen die Admira. Manuel, vielen Dank fürs erste Mal. Dein sehr Verein gerne. Hartberg hat ja wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Nächsten Montag sind wir dann wieder für Sie da. Bis bald! Komisches Grummeln im Bauch. Wen wundert's, dass mir schlecht ist? Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier.